Hi ihr Lieben, heute mache ich mal ein Klassiker und zwar zeige ich euch, wie man ganz einfache und schnelle Kokoskekse herstellt. Die Kekse, die ich mache, die heißen oder werden in Marokko zumindest Rejbond genannt. Leute, fragt mich nicht, warum die so heißen. Bin echt ahnungslos. Ich liebe es eigentlich grundsätzlich nach ganz alten Esskulturen und Gerichte zu recherchieren, welche Geschichte immer dahinter steckt und so weiter. Aber bei diesem Gebäck, Leute, bin ich bis dato ahnungslos. Ich weiß nicht, warum die Kekse so heißen. Falls es jemand von euch weiß, dann bitte ich um Aufklärung und schreibt mir mal in die Kommentare, warum diese überhaupt genannt werden. Ich kenne Richebond, das ist eine Marke in Marokko, aber ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Wie dem auch sei, das Gebäck mache ich nach meiner Art und Weise. Ich habe es ein bisschen umgewandelt und ich würde sagen, ran an die Arbeit, Ärmel hochkrempeln und los geht's. Hier kommen jetzt die Zutaten. Hier sind jetzt erstmal all die Zutaten, die wir jetzt für den Teig benötigen. Da haben wir hier Mehl, Zucker, Eier, Butter, Sonnenblumenöl, den Abrieb von einer Bio-Zitrone, Vanillezucker und Backpulver. Ich verrühre zunächst die Butter mit dem Zucker. Ich mache das jetzt mit meiner Küchenmaschine, weil es ein bisschen schneller geht. Hier muss die Butter natürlich Zimmertemperatur haben. Den Vanillezucker, den fügen wir auch hinzu. Und eine Prise Salz. Die Eier gebe ich jetzt einzeln nacheinander und lasse jedes Ei so lange umrühren, bis sich alles gut vermischt hat. Das Öl gebe ich ganz langsam hinzu, quasi in so einem dünnen Strahl. Und sobald ich das Öl hinzufüge, bekommt es eine schöne cremige Konsistenz, die so ein bisschen an Mayonnaise erinnert. Und anschließend reibe ich noch die Zitrone hinein und mische sie noch kurz unter, damit ich das Mehl und Backpulver noch hinzufüge und alles zu einem weichen Teig verknete.
So, ich knete den Teig jetzt hier noch einmal auf meiner Arbeitsfläche zu Ende, um zu gucken, ob ich noch eventuell etwas Mehl benötige. Ja, die Konsistenz ist perfekt. Also ein Kilo Mehl reicht hier vollkommen aus. Ich mache nach dem Kneten direkt weiter, also ich lasse den Teig jetzt gar nicht ruhen und forme daraus kleine Bällchen. Und ich mache mir da jetzt mal wieder die Arbeit, ihr wisst ja, und wiege alles mal wieder ab. Mir geht es nämlich nur darum, dass ich erstmal die Kekse gleich groß haben will und vor allem, dass die auch alle schön gleichmäßig gebacken werden, weil bringt mir jetzt nicht viel, wenn die eine mehr wiegt als die andere und dann ist der Garpunkt unterschiedlich. Das wäre nicht so schön. Ich mache jetzt 15 Gramm pro Kugel. Ich finde, das ist optimal, denn so werden sie nämlich schön klein und fein und ihr wisst ja, das Auge isst ja mit, ne? Und außerdem sehen sie dann beim Anrichten auf dem Teller sehr schön aus. So, mein erstes Backblech ist fertig. Jetzt kommen die Kekse im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze auf die unterste Schiene, weil Ziel ist es, nur den Boden einmal schön goldbraun zu bekommen. Die Kekse sollen schon recht durch sein, aber oben möchte ich sie nur recht hell haben. Meine Kekse sind jetzt aus dem Backofen. Die waren ganz genau 19 Minuten drin. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also oben sind sie noch recht hell und unten sind sie sehr schön gebräunt. Ich hatte sie ganz genau 15 Minuten auf die unterste Schiene gehabt, bis sie diesen Bräunungsgrad hier erreicht hatten. Und die restlichen Minuten hatte ich sie, da ich ja mit zwei Backblechen arbeite, rotiert sich das immer. Deswegen habe ich die für die restlichen Minuten zwei Stufen höher gelegt und den nächsten Backblech reingestellt. Und so mache ich jetzt weiter und die lasse ich jetzt noch richtig gut abkühlen und dann gehen wir rüber zum nächsten Schritt. So kommen wir zum nächsten und somit auch zum letzten Schritt. Hier habe ich Kokosraspeln, wo ich nachher die Kekse nochmal wälzen werde und Aprikosenmarmelade. Hier habe ich die feine genommen, ihr könnt stückige nehmen, feine nehmen, wie ihr wollt. Das ist, bleibt euch überlassen. Und ein bisschen Wasser. Ich möchte nämlich die Marmelade leicht aufkochen bzw. nur ganz leicht verflüssigen. Dafür gebe ich jetzt ein oder zwei Esslöffel Wasser hinzu und stelle sie ganz kurz auf dem Herd, bis sie eine dickflüssige Konsistenz bekommt. Wasser gebe ich aber erst hinzu, wenn die Marmelade etwas erhitzt ist, weil sie sich dann automatisch ein bisschen verflüssigt. Und dann kann ich besser das Wasser dosieren. So, ich gebe jetzt einen Esslöffel circa. Mehr nicht. Merkt schon, die ist ja richtig flüssig geworden hier. Viele geben hier stattdessen auch Orangenblütenwasser. Ich persönlich mag das nicht so, weil ich finde, es sind dann einfach zu viele Aromen im Spiel. Wir haben hier den Zitronenabrieb, die Vanille, dann haben wir gleich noch die Kokosraspe, die aromatisieren ja auch nochmal die Kekse. Das wäre mir einfach zu viel und es passt dann irgendwie auch alles nicht so miteinander. Deswegen weniger ist mehr. Die Kekse sind jetzt abgekühlt und außerdem habe ich hier Kokosraspeln und den Marmeladensirup. Er ist noch recht warm, also wartet nicht, bis er abgekühlt ist. Nun bade ich die Kekse in dem Sirup, sodass alle mit der Marmelade benetzt sind. Und ich lasse die jetzt nicht für ein paar Minuten drin oder sowas, sondern tauche die kurz ein und fische sie sofort wieder raus. Lasse natürlich die Marmelade ein bisschen abtropfen und gebe sie zum Wälzen in die Kokosraspeln. Et voilà, das war's. Also so schwer ist das gar nicht. Ich lege die Kekse immer auf einem großen Teller, nachdem ich die gewälzt habe und lasse die da erstmal alle so für 2 bis 3 Stunden immer stehen und fülle sie dann erst in Dosen.
Man kann die Kekse übrigens auch wunderbar einfrieren und sonst sind sie, wenn sie luftdicht verpackt sind, wochenhaltbar, wenn sie überhaupt so lange überleben. Also ich hatte sie mal, bei mir haben die mal so lange gehalten. Ich glaube, 4 Wochen hatte ich sie verpackt gehabt und sie waren noch recht gut. Wenn die dann natürlich gut luftdicht und kühl und dunkel gelagert werden, dann halten sie sich in der Regel auch sehr lange. Ja, meine Lieben, and that's it. Also Ladies, noch habt ihr ja Zeit, dieses Gebäck pünktlich zum Raid fertig zu bekommen. Das Rezept zum Nachlesen gibt es wie immer auf meinem Blog. Den Blog bzw. das Rezept, das habe ich euch in der Infobox verlinkt. Da müsst ihr mal schauen. Ich bekomme immer die Frage, wo sind die Mengenangaben? Die sind immer auf meinem Blog. Und wenn ihr einmal nur auf den Link klickt, dann gelangt ihr sofort immer zum Rezept. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne meinen Kanal. Das Ganze natürlich kostenlos und vergisst dabei, die Glocke nicht zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!